Yo, 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 was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge von P-Reaction. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wie immer bestens. Und wie immer, ohne langes Rumgerede, legen wir direkt los. Aber noch ganz kurz vorher, abonniert meinen Channel, meine Freunde. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Reaction mehr verpasst. Und wir legen jetzt los mit Brudi. Heute Premiere von Brudi. Ich hatte noch nie was von Brudi. 030. Aber ich hatte ihn auch noch nie auf dem Schirm. Ich habe ihn erst auf dem Schirm seit dem Song mit Alex. Brudi 030 featuring Alex All In. Auch ganz krasser Song, solltet ihr euch geben. Und wir geben uns jetzt von Brudi 030 lautlos. Produced bei, boah, Jaden. Jaden. Weiß ich nicht, da ich den nicht kenne. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Lassen wir uns überraschen, was Brudi abliefert. Also der Beat ist schon mal nice, das muss schon mal gesagt sein, definitiv. Bin im Studio, hab Heimweh, nie wieder wegen Geld, Sorgen, Streit sehen. Brudi wollte nie Sachen einsehen. Kommt cool mit der Stimme auf dem Beat. Ich bin gespannt. Bis jetzt sehr nice schon. Stur Kopf schon mit 13, Wunden heilen, Narben bleiben, frischer Schnitt auf null die Seiten. Zeit wird weniger, Klickzahlen steigen, ich seh Blaulicht vom Weiten, Brudi. Deine Schotter 24-7, aufge... Sehr nice gemacht so. Wie gesagt, er hat mich auch schon mit dem Rap geflasht bei dem Song All In mit Alex. Da hat es mich schon angezeigt, deswegen habe ich jetzt mal geguckt, ob was Brudi hier so macht. Und der haut echt coole Sachen raus. Leute. Ist er bei Gringo gesigned? Ist er bei SLS Music? Wisst ihr da was? Weil, wie gesagt, ich habe ihn seit kurzem auf dem Schirm, weiß da noch nicht so Bescheid. Wenn ihr was wisst, schreibt es mal einfach unten in die Kommis. Und wenn ihr das schon macht, dann abonniert den Channel, meine Freunde. So, wie machen wir weiter? Blaulicht vom Weiten, Brudi. Deine Schotter 24-7. Aufgewachsen zwischen Räuberdieben. Will mein Handy niemals aktivieren. Starke Bridge. Der Weg war hart, heute in den Jobs. Die alte Zeit holt mich wieder ein. Ach, ist gar keine Bridge, ist noch Rap-Part. Ich dachte, es ist eine Bridge. Nice, nice der Break so gewesen. Holt mich wieder ein wie die Polizei. Nein, heute geh ich nicht rein. MSN, Lockout, Skype, Iowa. Lass mich in Ruhe. Ich bin im Studio, hab wow. Ruf mich nicht. Also meine Freunde, die Hook fetzt richtig rein. Kann man sagen, was man will? Die Hook fetzt echt rein. Jetzt war ich so geflasht von dem Song, dass ich vergessen habe, das Bild wieder sogar umzuschalten. Krass. Dann mein Handy ist auf lautlos, 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 yeah, lautlos, lautlos. Sehr stark, Alter. Lass mich in Ruhe. Übertrieben stark. Ich bin im Studio. Alter, was ist denn das für ein Hook? Das ist ja ein Hit, Alter. Die Hook ist ja echt ein Hit. Geil. Ruf mich nicht an, mein Handy ist auf lautlos, 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 lautlos. Er trifft doch 100% den Vibe auf dem Beat. Was Besseres hätte man auf dem Beat gar nicht mehr machen können. Krass geil, wirklich krass. Yeah, lautlos, lautlos. Bin im Tourbus, hab Flashback. Instagram, SLS, Hashtag. WLAN tot. Okay, anscheinend ist er doch bei SLS. Weil er hat auch diesen Gringo-Style. Er wirft die Wörter einfach so hinein, statt so ganze Sätze aufzubauen. Aber steht ihm gut, wirklich krass. Sehr, sehr positiv überrascht von Brudi 030. Telefon offline, Briefkasten, schau nie in Post rein. Tullis klopft und ich flüchte. 3 Gramm, Kali in Büchse. Zeit fliegt, Eltern werden älter. Viel Enttäuschung und wir werden kälter. Viele Fragen. Geil, auch geiler Satz. Eltern werden älter. Viel Enttäuschung, wir werden kälter. Ey, der ist sehr begabter Künstler, definitiv. Eine Schande, dass man ihn schon früher nicht auf den Schirm hatte, wa? Doch ich weiß nicht, alles fickt meinen Kopf, also frag nicht. Brudi war nie perfekt und nie artig. Gesetze gebrochen, ohne Rücksicht, paragraphisch. Lieg mich schlafen, keine Antwort. Handy kühlfach, kein Standort, keine Sicherheit. Aber auch der Beat richtig gut, ne? Muss auch mal gesagt sein. Hier, schöne Grüße an Jaden. Oder Jaden, sorry, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Sehr gut produziert. Trotz Passwort, Überfall, Einbruch, Kampfsport. Lass mich in krasse Hook. Alter, was ist denn das für ein Hook? So Ohrwurm-Flavor. Ganz geil. Wirklich ganz, ganz geil. Lautlos, lautlos, yeah. Lautlos, lautlos. Lass mich in Ruhe.
krass. Ich bin im Studio, habe zu tun. Ah, macht richtig gute Laune, Alter, wirklich. Geil, Mann. Ruf mich nicht an. Sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich geflasht. Ein sehr, sehr krasser Song. Mein Handy ist auf lautlos, 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 ja, lautlos, lautlos. Ganz simpel im Keller gedreht. Hier spuckt er gerade aus. Ganz simpel im Keller gedreht, aber kommt nice mit der roten Farbe hinten. Ein bisschen einfach, hey, was kaltes Licht, was ein bisschen bläulich wirkt mit dem Rot. Fetzt. Und wie gesagt, der Beat auch richtig geil. Der Song ist krass. Zu krass. Meine Freunde, das war's. Brudi 030 mit dem Song Lautlos, produced by Jaden. Wie auch immer, krasser Beat, Diggi. Sorry, dass ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Sehr stark produziert. Parts, stabil, erinnert mich ein bisschen so an Gringo halt, weil er die Wörter so reinwirft wie Gringo, aber auf eine andere Art und Weise. Wenn ich nicht schon sagen würde, mir persönlich gefällt es besser wie Gringo selbst, wobei ich Gringo auch feiere, aber das bei Brudi 030 gefällt mir wirklich schon besser. Stabil, ich weiß wirklich gar nicht, was ich sagen soll, weil ich geflasht bin. Definitiv erstmal hier ein Like da lassen. Digga, wenn der Song sich nicht 3 Flammen verdient hat, dann weiß ich nicht, welcher Song sich 3 Flammen verdient hat. Denn der hier hat sie auf jeden Fall verdient. So, jetzt muss ich mal wieder kurz das Bild zurückschalten. So, zack, 3 Flammen für unseren Brudi 030. Digga, krass. Schöne Grüße, Respekt für den Song. Ganz, ganz Vibe zu 100% getroffen, mein Ding. Text stark. Die Bridge im ersten Part können wir sogar nochmal ganz kurz anspielen, weil ich dachte erstmal, das ist eine Bridge. Aber das gehört ja zum Part dazu. Extrem stark, sowas feiere ich. Also. Zeit ist weniger. Zahlen steigen, ich seh Blaulicht vom Weiten, Brudi. Meine Schock auf 24. Das hier. Aufgewachsen zwischen Räuberdieben. Will mein Handy niemals aktivieren. Geil. Denn der Weg war hart, heute in den Shorts. Die alte Zeit holt mich wieder ein. Und dieses Spiel zwischen Autotune und kein Autotune heißt, die Rap-Parts haben kein Autotune, was ich sehr, sehr stark finde. Und halt, wie wenn er jetzt hier so ein bisschen singt oder Sing-Sang macht, so dann kommt ein bisschen Autotune, was gar nicht stört, was sogar perfekt reinpasst, Alter. Und die Hook klatscht eh alles weg, haben wir ja schon gehört. Holt mich wieder ein wie die Polizei. Nein, heute geh ich nicht rein. MSN, Lockout, Skype, Iowa. MSN, Lockout, Skype, Iowa. Okay. Ich bin im Studio. Die Hook, Digga, zerfetzt. Ruf mich nicht an, mein Handy ist auf lautlos, 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 lautlos. Auch dieses lautlos, lautlos. Ey, komm, Leute, Alter, lasst ein Like für Brudi 030, da habe ich auch schon gemacht. Was soll ich noch sagen, außer dass das Ding ein Hip-Hop-Hit ist? Ja, lautlos, lautlos. Lass mich in Ruhe. Krass. Ich bin im Studio, habe zu tun. Kann man gar nicht ruhig sitzen, da muss man sich zu bewegen, so zu geil, Kopfnicken sowieso. Ganz krass, meine Freunde, Brudi 030. Es ist alles gesagt, ich habe schon alles während des Songs gesagt, aber man muss ihn echt, echt Props geben. Respekt für diesen Song, lautlos. Dicker Alter, was hast du da gemacht? Wirklich. Da hat sich Gringo jemanden ganz krassen ins Boot geholt. Ich weiß ja nicht, wie lange er schon dabei ist. Wenn ihr wisst, wie lange er schon dabei Gringo ist bei SLS, könnt ihr das gerne unten in die Kommis schreiben. Und wenn ihr das wieder macht, könnt ihr auch gerne noch den Channel abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weitere Reaction verpasst. Weil es werden jetzt definitiv mehr Reactions von Brudi kommen. Ganz starker Künstler. Am liebsten hätte ich auch schon den Song von Brudi 030 und Alex reacted, weil der auch ganz, ganz stark ist. All in, könnt ihr euch mal alle geben, meine Freunde, gebt euch den Song. Vielleicht blende ich den mal kurz hier ein, wenn ich es beim Schneiden nicht vergesse, All in, ansonsten gibt es mal ein. So, ich würde sagen, meine Freunde, das war's. Nochmal, abonniert meinen Channel, aktiviert die Glocke, meine Freunde, damit ihr keine Reaction verpasst. Gebt ein Like für Brudi 030. Streamt den Song lautlos, also gebt ihn euch auf jeden Fall das Video, das müsst ihr gesehen haben. Wenn ihr das jetzt nur hier in der Reaction seht, dann gebt euch das, das ist mega krass. Ich feier's, also mein Vibe trifft es zu 100%. Nochmals schöne Grüße an Brudi 030, schöne Grüße an Jaden, starkes Ding. Meine Freunde, ich will mich gar nicht hier unnötig 1000 Mal wiederholen, aber der Song hat mich wirklich geflasht. Deswegen für den Abgang nochmal die Hook. Sehr stark. So, meine Freunde, und in diesem Sinne,
entspannten Abend, entspannten Tag, wann auch immer ihr die Reaction guckt, bleibt stabil, bleibt gesund, lasst euch von dem Wahnsinn nicht verrückt machen, der gerade bei uns abgeht. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Meine Freunde, ich bin raus. Peace.